Hallo Leute und herzlich willkommen jetzt hier zum siebten Spieltag in der NPBL. Das ist ein sehr komischer Start, würde ich sagen, zumindest im Vergleich zu allen den anderen Kampfvideos, die ich eigentlich hochgeladen habe auf meinem Kanal. Denn ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich sicherlich, was mache ich hier gerade in der NPBL-Tabelle? Nun, das versuche ich euch jetzt hier gerade runterzubrechen. Das Ganze ist nämlich so, dass ich jetzt in der heutigen Episode, im heutigen Live-Kampf, ich jetzt gerade zu dem jetzigen Zeitpunkt auch noch mein Teambuilding mit davor schneiden muss. Das Ganze hat den Hintergrund, weil Schatterich, also gegen den ich heute ran muss, das ist ja eben der neue Teilnehmer, der reinkommt, ist für Seebox, der ja leider jetzt nicht mehr mit dabei ist, weil er sehr unzuverlässig war. Er hat 5 Strikes insgesamt kassiert, hat sich bei vielen Teilnehmern zu bestimmten Kampfterminen einfach nicht mehr gemeldet und so weiter und so fort. Also wurde hier die Maßnahme natürlich getätigt, dass wir ihn rausschmeißen und dafür einen anderen Spieler reinwerfen, und das war der liebe Schatterich, der gegen den ich halt eben jetzt ran muss. Und bei Schatterich war das jetzt ein bisschen schwer, weil er jetzt erst vor kurzem leider in gesundheitliche Beschwerden reingerutscht ist. Normalerweise war es geplant, dass wir am Freitag gegeneinander kämpfen, sodass wir das locker jetzt hier schaffen, das Video bis zu Sonntag natürlich rauszubringen, so wie immer. Jetzt kämpfen wir aber am Sonntag, wo das Video rauskommen muss. Wir mussten auch schon einen Spieltag mit 2 anderen wechseln, also sodass wir das überhaupt noch schaffen, ganz zum Abend. Das haben wir jetzt halt, wie gesagt, auch hingekriegt. Aber wir müssen jetzt gleich halt eben gegeneinander kämpfen, weswegen ich halt eben dann hier gerade sitze und ja, noch eben schnell das Teambuilding daran klatsche. Deswegen ist das heute auch wieder so unschön, ohne wirklich guten Layout und so weiter. Heute auch leider im Live-Kampf ohne schönen Layout, weil ich das einfach zeitlich nicht mehr zusammengeschnitten bekomme, sodass wir für euch noch irgendwie den Kampf bringen können. Also entschuldigt mich das ganze Drama hin und her. Aber deswegen gibt es jetzt heute das Teambuilding kurz und knackig, was ich auch sehr ungern mache, weil ich immer sehr viel erzähle, jetzt vor dem Video. Zunächst einmal Tabellensituation. Ihr seht schon genau richtig, Schatterich, der halt eben hier Ox oder Seebox übernommen hatte auf Platz Nummer 11. Das spricht aber nicht für seine eigenen Fähigkeiten, sondern das war halt eben eher... Oh, hier muss man noch Kanallink noch aktualisieren, das habe ich voll vergessen. Ne, aber das darf jetzt natürlich jetzt nicht irgendwie... Der Schein trügt, sagen wir es mal so, weil die Punkte waren ja die von Seebox und nicht von Schatterich. Und Schatterich ist jemand, ich habe mir das auch von Kentakio sagen lassen, habe es natürlich aber auch in seiner Bewerbung gesehen. Er kann VGC schon, ich glaube er hat Gen 7, ich will jetzt nichts falsch sagen, aber ich glaube er hat Gen 7 relativ viel VGC gespielt. Gen 8 kenne ich jetzt gar nicht die Information. Also ist auf jeden Fall ein Spieler, den wir nicht unterschätzen dürfen. Er bringt halt eben auch an sich auch kompetitives Know-how mit an den Tag, und deswegen ist es natürlich allgemein ein schwieriger Spieler, gegen den ich halt eben ran muss. Wir sind momentan auf Platz Nummer 9. Wir haben im letzten Spieltag leider auch immer wieder verloren. Das waren aber zweimal hintereinander relativ starke Gegner oder mit einer meiner Favoriten, darunter Eve und Big Relaxo, die halt eben VGC-Erfahrung haben. Dementsprechend, ja... Ne, dass ich da halt eben dann wahrscheinlich nicht so viele Punkte abgeholt habe und so, war absehbar. Aber jetzt geht es halt eben wirklich ran, in den letzten Spieltagen, die wir hier noch haben, die meisten Punkte rausholen, sodass wir in die Playoffs reinkommen. Weil jetzt wird es halt langsam immer schwieriger. Und da wäre jetzt natürlich Schatterich genau ein Gegner, wo ich, wenn es gut läuft, mir eine 3 Punkte holen kann, um nach vorne zu preschen. Wie dem auch sei, jetzt fragt man sich vielleicht so, hey Marcel, was ist denn deine Strategie? Und zu der kommen wir nämlich jetzt. Und jetzt wird schon direkt crazy, wenn ihr das halt eben jetzt hier schon direkt seht. Auch das EV-Spread oder der EV-Spread, genauso wie das Item of Drapion. Also, hear me out. Das wird jetzt, weil ich das sehr schnell machen muss, werde ich jetzt einen Kladderadatsch aus allen Pokémon machen und nicht jedes Pokémon einzeln hier durcherzählen. Ihr seht schon genau richtig, Room Service auf Pion Draghi, obwohl ich Speed Investment drin habe. Was hat das jetzt zu bedeuten? Das Speed Investment ist dafür drin, dass ich Adamant spielen kann, aber dennoch ein Togekiss outspeeden kann. Das ist aber ganz wichtig, das Togekiss zumindest outspeeden, weil ich habe Angst vor Togekiss, weil ich habe auf Comfy den Bizarro-Raum, was halt eben dafür sorgt, natürlich, ihr kennt das ja, dass die Initiative-Werte sozusagen umgekehrt werden und so, dass die langsamen Pokémon dann die schnellsten sind auf dem Feld, ihr kennt das Ganze, und mit Drapion und Room Service kommen wir dann auf minus 1, weswegen wir dann wieder Togekiss outspeeden können. Ganz wichtig aber auch zum Beispiel für so Pokémon, wie unter anderem seine ganzen schnellen Sachen, wie zum Beispiel Terrakion und so weiter. Er hat beispielsweise auch noch ein... Was hat er denn sonst in seinem Team? So Alola Vulnona hat er beispielsweise noch in seinem Team. Solche Sachen einfach, die wir sowieso nicht outspeeden würden mit Pion Draghi, dann halt eben durch Room Service outspeeden. Ich wusste sowieso nichts Besseres, was ich da draufpacken kann, also versuche ich das mit Room Service. Somit habe ich auch neben zum Beispiel Marowak ein Pokémon, welches ich im Bizarro-Raum ganz gut nutzen kann. Moment mal, jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum nur Marowak? Magneton habe ich doch auch schon mal in Kombination mit Bizarro mitgenommen, weil mein Magneton den Choice Scarf hat. Das Gute an Magneton mit Choice Scarf ist, mit diesem Initiative-Investment schaffe ich es, alle seine Pokémon zu outspeeden, wenn sie nicht selber irgendwie einen Scarf haben oder sich auf plus 1 hochgeboostet haben, darunter auch namentlich ein Terrakion. Terrakion könnte auch eine sehr große Gefahr werden, aber mit Magneton, vor allem der Steel Beam, one-shottet einfach das Terrakion, solange er nicht eine Barbiri Berry irgendwie spielt oder Focus Sash oder sowas, aber ist ja selbstverständlich. Er kann mich aber halt eben den Return nicht one-shotten, weil ich halt eben die Sturdy Ability habe.
Hier will ich auch gar nicht auf Analyse gehen. Könnte ich auch machen in Synergie mit zum Beispiel Bizarrom oder so. Wäre das vielleicht ganz cool, weil ich dann eben wahrscheinlich langsamer bin und ich dann mehr Schaden machen kann oder so. Aber hier war es für mich zumindest wichtiger, einfach ja das Terrakion eben zu outspeeden. Ich das halt eben one-shotten und dann wäre Terrakion weg, weil Terrakion an sich eine relativ große Gefahr für mein Team darstellt. Das Marowak, also ich weiß gar nicht, wie ich das hier am besten machen kann, sodass ich schnell machen kann. Poison Jab ist ein starker Step, der auch zum Beispiel Togekiss sehr viel Schaden macht. Ich habe mich dazu entschieden, Knockoff mitzunehmen, weil Knockoff einfach seine Items wegschlagen kann, was immer eigentlich ganz geil ist. Ein Brick Break, weil er Alola Vulnona hat und damit den Aurora-Schleier setzen könnte. Battle Armor habe ich als Fähigkeit, weil er halt eben Togekiss hat und das mich theoretisch critten kann. Das hatte auch irgendeine Bedeutung. Ich glaube, dass ich 2 CCs überleben kann von einem Non-Banded, Non-Life-Orb Terrakion, glaube ich. Ich bin mir nicht mehr zu 100% sicher. I guess. Ich hätte jetzt gerne irgendwelche Notizen oder sowas gehabt, aber das tut mir jetzt wirklich leid, dass ich das nicht machen kann. Ich habe vor allem noch 4 übrig, die ich gar nicht verteilt habe. Oh Gott. Tauros habe ich noch mit dabei. Diese Kombination hier von den ganzen Attacken reicht halt eben aus, um sein Team rauszunehmen. High Horse Power ist allgemein natürlich ziemlich cool, auch für solche Sachen wie Terrakion. Dafür habe ich auch beispielsweise einen Iron Head, wobei der natürlich namentlich auch zum Beispiel für einen Togekiss der Fall ist. Megahorn würde, oder das wäre halt eben sehr wichtig, weil das Poko, also weil er ein Serena, also ein Fuyal. Und Fuyal wird halt eben davon gewone-shottet, immer. Das wird eigentlich immer davon gewone-shottet, weswegen ich das unbedingt brauche, weil Serena auch eine große Gefahr werden könnte unter Umständen mit der Pflanzen- und Kampf-Coverage, die das Pokémon einfach besitzt. Und Body Slam ist overall ein netter Normalangriff, der Step ja eben bekommt, Life Orb Sheer Force geboostet ist und halt eben immer sau viel Schaden macht und vor allen Dingen in der Dynamax halt eben dafür sorgen kann, dass der Gegner minus Init reinbekommt. Was dann auch vielleicht mehr ganz cool ist, falls er zum Beispiel Max Air Streams oder sowas spammt. Ja, das Marowak bin ich gerade eben schon so ein bisschen kurz darauf eingegangen. Das Pokémon hier mit Bone Ring, starker Boden Move, Step Move natürlich, Iron Head, damit ich das Togekiss treffen kann, weil Bone Ring das halt eben nicht trifft. Fire Punch ist mit dabei, auch zum Beispiel für Serena. Es wäre jetzt vielleicht auch natürlich Iron Head mit dabei für Alola Vulnona. Das wäre auch für Tauros natürlich hier auch genauso der Fall. Ich muss jetzt Gas geben. Wir kämpfen jetzt hier jeden Augenblick und ich habe ihm gesagt gehabt, gib mir so 20 bis 30 Minuten oder irgendwie so, damit ich das hier noch runterrattern kann und alles, damit ich das alles fertig machen kann. Von daher, oh, ist das hier gerade speedmäßig. Ihr könnt natürlich auch, ich habe eine Poképaste einfach mal in die Videobeschreibung reingesetzt, falls ihr euch das Team nochmal irgendwie in Ruhe anschauen wollt oder sowas. Kann natürlich auch sein. Fire Punch, weil ich damit auch zum Beispiel Sonne oder sowas rausholen kann, kann auch vielleicht, I guess, wichtig sein. Und Detect einfach, weil das besser ist als Protect. Magneton, Flash Cannon, Thunderbolt, Steel Beam, Volt Switch bringt mir schön Momentum. Da kann ich zum Beispiel auch für Pokémon wie Marowak reinbringen, wenn ich zum Beispiel Komfi, Magneton irgendwie stehe. Ich mit Komfi dann Bizarrom, wie wir es ja gerade gesehen haben, zum Beispiel drücke oder sowas. Dann kriege ich Marowak in eine ganz gute Situation. Ansonsten Steel Beam, One-Shotted Togekiss. Unter bestimmten Umständen, wenn er jetzt irgendwie Full Speed F spielt, natürlich nicht, aber das davon gehe ich mal nicht aus, dass er das zum Beispiel spielt. Flash Cannon würde aber zum Beispiel ausreichen, um Alola Vulnona auf jeden Fall rauszunehmen. Terrakion stirbt, glaube ich, nicht von der Flash Cannon, das weiß ich jetzt auch gerade gar nicht mehr zu 100% so aus dem Kopf. Ich glaube nicht. Thunderbolt, genauso wie, ach, jetzt rede ich schon wie ein Belgier, Thunderbolt, Kentakio lässt da grüßen. Einfach overall ein starker Step-Move von dem Teil, Volt-Switch für Momentum natürlich und ich glaube, das gerade eben habe ich schon erklärt mit der Initiative, mit Scarf und so weiter mit da drauf. Komfi bin ich gerade eben schon kurz mit eingegangen, auf Frostetti bin ich noch gar nicht eingegangen, weil das Pokémon unfassbar gimmicky ist, okay, ich bin unfassbar stolz auf das Pokémon hier. Das Komfi mit der Kebia Berry, also mit dem Poison-Type-Attacks, weil er hat nämlich ein, was war das, Dragalge, also Tandrak hat er nämlich und vor Tandrak habe ich nämlich Angst auch, vor allem, weil ich auch selber den Bizarro-Raum natürlich habe und ich möchte nicht, dass er mich dann Reverse-Sweep dann einfach mit Tandrak, das wäre halt eben ziemlich ungünstig, wenn das hat. Vor allem, weil Tandrak halt eben eine relativ gute Coverage auch besitzt. Weil Marowak, man könnte sich vielleicht denken, okay, Marowak mit Full HP und so weiter überlebt vielleicht einen Draco unter Umständen, maybe. Und mit Bone Rank kill ich ihn dann oder sowas, aber er kann auch einfach genauso gut Surfer oder sowas drücken. Oder, wobei er wird wahrscheinlich eher, was hat das Pokémon, Hydro-Pumpe oder sowas drücken, weil das dann sein Partner-Pokémon natürlich nicht mit erwischt. Also Kekebia Berry hier, damit er mit Sludge Wave eben nicht KO'en kann. Beziehungsweise, ich habe das jetzt bedeff-mäßig halt eben so zusammengebaut, dass er mich nicht one-shotten kann mit einem Max-Gift-Move von Dragalge. Auf plus 1 halt eben. Sprich, er kann natürlich vorher sich halt eben hochboosten und so weiter. Kann auch theoretisch mit Helping Hand und so weiter unterstützen. Das würden wir halt eben mit Komfi dann hier tanken. Pollenpuff ist mit dabei, weil Käferattacken nicht sonderlich schlecht gegen sein Team overall sind, aber damit ich meine eigenen Pokémon damit auch heilen kann. Zum Beispiel, wie gesagt, Trick Room plus Marowak. Wenn die beiden dann nebeneinander stehen sollten oder sowas, kann Komfi die ganze Zeit Marowak halt eben hochheilen und dann ist halt eben all good und so weiter. Helping Hand ist overall immer ganz schön, um Pokémon zu unterstützen.
obviously, Dazzling Gleam trifft beide Pokémon vom gegnerischen Team, weil er hat halt Follow-Me-Möglichkeiten, dann kann ich auch beide Pokémon treffen. Er kann nämlich zum Beispiel auch Follow-Me Togekiss mit Schwerttanz Terrakion zum Beispiel spielen oder so, dann würde ich mit Dazzling Gleam Terrakion zumindest, ich glaube, irgendwas von wegen 40% Schaden oder sowas machen, was auch sehr schön ist. Ja, und dann kommen wir jetzt zum wohl gimmigsten Set, das ich, glaube ich, mit jemals gebaut habe, und das ist das Frostedje. Schaut euch bitte das Frostedje an und lasst es eben ganz kurz auf euch wirken. Was denkt ihr, wenn ihr das Frostedje hier seht? Also hier werde ich ganz schön schwach, wenn ich das sehe. Das ist riskant, weil ich weiß nicht, ob er Alola Vulnona mitnimmt. Er kann das gut machen, weil, also ich bin mir nicht zu 100% sicher, ob er es mitnimmt, weil wenn wir jetzt zum Beispiel unser Regencore einfach mitnehmen und wir also uns dazu entscheiden, dass wir, ja, Quaxo Cedraking zum Beispiel leaden, dann kann er auch zum Beispiel Vulnona scarfen und wir sind trotzdem schneller. Von daher, ich weiß nicht unbedingt, ob er das mitnehmen möchte. Weil mein, naja, Cedraking kann halt eben das Vulnona, solange nicht Sash ist, einfach mal one-shotten. Deswegen, ich weiß nicht, ob er das mitnimmt, aber Frostedje ist wirklich nur für Alola Vulnona da. Weil wenn er Alola Vulnona mit dabei hat und der Aurora-Schleier rausbekommt, ist das echt richtig beschissen für alle meine Pokémon. Das ist halt vor allen Dingen auch beschissen für die Möglichkeit, dass mein Knogger im Trick Room alles aufräumen soll, weil dann auf einmal so ein Pokémon wie Serena oder sowas locker einen Fire Punch von mir wegtanken kann und mich mit Blattgeißel oder ähnlichem einfach mal, ja, KO'n kann oder Dropkick oder was weiß ich nicht, was da kommen kann. Das Frostedje, mein Plan wird es nämlich sein, Frostedje immer zu leaden eigentlich, wenn er Alola Vulnona mit dabei hat. Weil, was macht mein Frostedje? Frostedje ist um einen Punkt schneller als Alola Vulnona, wenn er nicht Scarf ist. Ich hoffe nicht, dass er Scarf ist, wenn er es mit dabei hat. Das wäre so wunderbar. Und was ich dann mache ist, ich drücke Imprison. Ich habe die Attacken Aurora Veil, Protect und Blizzard. So, wenn er jetzt, das ist für mich das absolute Best Case und ich hoffe so sehnlich, dass es funktioniert, weil ich bin eigentlich extrem stolz darauf, dass ich das so gebaut habe. Weil, wie gesagt, Alola Vulnona wäre mein absoluter Cockblock. Und das Frostedje passt so perfekt, weil das outspeedet um einen Punkt das Alola Vulnona. Wenn Alola Vulnona dann also leadet, ich mit Frostedje draußen bin, dann drücke ich First Turn Instant Imprison. Was macht Imprison? Das ist die Attacke Begrenze auf Deutsch. Vielleicht ist es vielleicht ein bisschen besser für euch. Die Attacke macht es, dass sowohl Aurora Veil als auch Protect als auch Blizzard vom Gegner nicht mehr eingesetzt werden kann, solange das Frostedje noch aktiv am Kampf teilnimmt. Das bedeutet, dass Alola Vulnona wird komplett gekockblockt. Alola Vulnona kann dann höchstwahrscheinlich nur noch, I don't know, Aussetzer drücken, Dazzling Gleam drücken, weil Alola Vulnona kann dann kein Aurora Veil mehr drücken, kann kein Protect mehr drücken, genauso wie sein Partner-Pokémon, kann kein Protect mehr drücken. Und Blizzard kann er auch nicht drücken. Ich kann aber die ganzen Attacken drücken. Das heißt also, er würde sozusagen für mich den Hagel aufsetzen. Ich drücke aber Imprison First Turn. Best Case wäre es einfach, das wäre so geil, wenn Alola Vulnona, wenn er sich denkt, ich drücke jetzt Aurora Veil, dann komme ich mit Imprison und auf einmal kommt da dieser Text, Alola Vulnona can't use Aurora Veil because of Imprison oder irgendwie sowas. Das wäre natürlich absoluter Wahnsinn. Das, Alter, ich werde mich so beömmeln, wenn das kommt. Das wäre so schön. Ja, und genau dasselbe, wie gesagt, wenn er dann zum Beispiel meint, seinen Partner-Pokémon zu protecten oder sowas, damit er Aurora Veil safe rausbekommt, kann das sein Partner-Pokémon auch nicht machen. Und dann steht er halt eben komplett nackt uns da gegenüber und wir können halt mit unserem Partner-Pokémon, was entweder Drapion ist oder Tauros, denke ich mal, oder Magneton vielleicht auch, einfach halt eben sau viel Schaden raushauen. Und im nächsten Turn kann ich einfach selber Aurora Veil drücken und dann habe ich meinen eigenen, Aurora-Schleier. Und dann habe ich sozusagen, ja, nicht nur das Alola Vulnona zum Beispiel komplett gecockblockt, sondern auch geblackmailed, weil das Alola Vulnona dann für mich gearbeitet hat. Und das wäre doch der absolute Oberwahnsinn. Ja, und dann noch die Kombination mit Slowcloak und Bright. Ich will das gar nicht aussprechen, das ist so diabolisch. Snowcloak und Bright Powder. Snowcloak. Wenn er den Hagel rausbringt mit Alola Vulnona, dann seht ihr ja schon, dann wird meine Ausweichchance um den Faktor 1,25 verstärkt. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr so ganz genau. Ich glaube, das müsste dann heißen, dass seine Attacken irgendwie eine Chance haben, zu 75% mich zu treffen. Nee, das kann gar nicht sein. Ach, Mathematik. Egal. Ist auch scheißegal, weil das verändert sich sowieso, weil in Kombination mit Bright Powder funktioniert das sogar tatsächlich. Bright Powder kennen wir ja schon ganz gut auch auf meinem Kanal, wenn es darum geht, MPBL-Kämpfe zu führen. Das sorgt ja eben dafür, dass die Attacken gegen Frostedje, ne, dann nur noch eine Accuracy haben von 90%. Also Attacken, die 100% haben, haben noch eine Accuracy von 90%. Das stackt sich mit Slowcloak. Das bedeutet also, mein Frostedje ist sozusagen invincible. Also solange da nicht ein Dynamax-Move von ihm natürlich kommt, weil Dynamax-Moves nicht missen können, ist unser Frostedje einfach invincible. Das muss man einfach so sagen. Dann wird Frostedje nicht getroffen. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass er dann mein Frostedje mit irgendeinem Move trifft, ist einfach so unfassbar gering. Also nicht jetzt krank gering, aber ich glaube, ihr wisst schon, wie ich das meine.
dass es auf jeden Fall dann sehr, sehr schwer für ihn wird, weil das dann irgendwie gefühlt so ein so Zap-Cannon ist für jeden Move, den er auf mein Force-Daddy drücken möchte. Und das ist halt eben ziemlich lustig. Ja, und Blizzard ist dann halt eben ein Move, der eben nicht nur dafür sorgt, mit Imprison, dass sein Alola Vulnona dann kein Blizzard mehr drücken kann, sondern wir profitieren natürlich auch von seinem Hagel, weil unser Blizzard dann auch immer trifft und das dann auch sehr guten Schaden gegen die gegnerischen Pokémon macht. Ja, also das Pokémon, ich bin saustolz darauf. Wenn Alola Vulnona gar nicht mitnimmt, werde ich Force-Daddy auch nie mitnehmen. Aber wie gesagt, wenn der Alola Vulnona, wenn ich das in der Team-Preview sehe, werde ich immer meinen Force-Daddy in den Lead reinwerfen, weil ich es nicht riskieren will, weil ich möchte dieses Set zum Schein bringen. Und es wäre so super, wenn das funktioniert, Alter. Ich bin so gespannt, Leute. Ich kämpfe jetzt gleich. Ich will ihn noch gar nicht zu lange auf den Folter spannen. Ich möchte den Kampf jetzt auch hinter mir haben, damit ich das schneiden kann und alles, damit ich das rendern kann zum Hochladen und so, damit ihr das auch bekommt. Von daher, Double-Time-mäßig jetzt hier alles runtergerattert. In der Videobeschreibung findet ihr einen Link zum Team, da seht ihr es nochmal irgendwie im Detail und dann würde ich sagen, drückt mir die Daumen, auf geht's, hier geht's in den Kampf gegen Schatterich. Und damit bin ich jetzt hier im Kampf, ihr habt jetzt ja vorhin, denke ich mal, das Teambuilding gesehen, das ist heute hier ganz, ganz komisch. Des Weiteren seht ihr auch, heute ist kein normales MPBL-Overlay mit drauf, weil ich das einfach zeitlich nicht mehr hinbekomme, damit der Kampf heute noch rauskommt. Ja, kann ich mich nicht mehr so drauf konzentrieren, das Ganze zusammenzuschneiden und so weiter, ein neues Layout draufzusetzen und so weiter. Deswegen müsst ihr heute damit leben, dass es heute Wish NPBL-Folge oder irgendwie sowas ist. Des Weiteren habe ich es aber hingekriegt, zumindest die Kampfmusik für die heutige Episode auszuschalten. Das heißt, heute sollte es Custom-Kampfmusik geben. Das ist der Wahnsinn, dass ich das hinbekommen habe. Es wird ja auch zu einem Meme irgendwie bei mir. Ja, ich glaube, ich habe das im Teambuilding schon kurz, glaube ich, angesprochen gehabt, aber ich sage es hier nochmal gerne, dass der Schatterich natürlich ein Gegner ist, wovor ich Angst habe. Er hat sozusagen ja einfach mehr Erfahrung über die Spielweise von mir als ich über ihn, weil er kann meine Kämpfe in MPBL nachvollzogen haben oder sich einfach angeschaut haben. Das kann ich bei ihm nicht, weil er noch nicht in MPBL mit dabei war. Es ist so ein bisschen jetzt so eine Sache von wegen, ja, mal gucken, wie er so spielt. Also ich kenne ja seine Bewerbungen und so und ich weiß auch schon von Kentakio, dass er auch schon VGC gespielt hat. Von daher darf ich ihn auf gar keinen Fall unterschätzen. Das mache ich bei keinem Gegner. Aber jemand, der VGC kann und so, heißt eigentlich schon mal in der Theorie, oder der schon mal in der Vergangenheit gespielt hat, heißt schon mal in der Theorie, dass er schon sich ein bisschen besser auskennt als ich. Aber wir werden es dann ja sehen, jetzt gleich im Kampf. Ich würde sagen, Kampf beginnt. Meine Strat steht da soweit fest, was ich hier vorhabe, was ich machen werde und was ich hoffentlich nicht tun werde. Ich habe keinen Zettel und Stift mit dabei, das ist gefährlich. Er hat Alola Vulnona mit dabei. Ich kenne den Plan. Und ich hoffe, ihr kennt den Plan auch. Das heißt also für mich auf jeden Fall Frostedie hier mit dabei. Jetzt habe ich halt so mehrere Optionen. Ich habe überlegt, Drapion zu machen. Da wird mir dann aber Terrakion so ein bisschen ja, zu doof, ehrlich gesagt. Ich könnte auch Durchbruch und so weiter drücken, aber ich habe tatsächlich überlegt, Frostedie Tauros zu nehmen. Tauros sieht sogar, glaube ich, gegen alle Pokémon, die er mir entgegenwerfen kann, in der Theorie sogar richtig geil aus. Wir haben Philander für Serena. Wir haben, weiß ich nicht, Body Slam und sonstiges für Alola Vulnona. Wir haben für Tandrak natürlich Pferdestärke. Togekiss können natürlich gut was wegtanken. Aber ich muss auf jeden Fall Frostedie mitnehmen. Falls er leadet mit Alola Vulnona, will ich das halt eben direkt durchsetzen. Ich glaube, ich nehme Tauros lieber. Vor allem, weil er sich dann auch denken kann, okay, vielleicht macht er die Tauros-Strat mit Frostedie. Denkt sich so, ja gut, da kommt jetzt gleich der Crit-Move und so weiter und fertig ist die Geschichte. Aber nein, nein, dann auf einmal doch nicht. Ich kann Magneton noch in der Back. Wobei, sieht Magneton hier so geil aus. Voltenso ist doof. Serena ist, glaube ich, noch in Ordnung. Doch, ich nehme Magneton mal mit. Magneton sollte Terrakion nämlich auch outspeeden. Das könnte eigentlich ganz wichtig werden. Soll ich All-Out-Attack gehen und einfach Drapion noch mitnehmen? Drapions Moves sehen auch nicht so schlecht aus eigentlich. Kann auch gegen Togekiss noch ganz gut work machen. Alter, das ist so offensiv dann. Außer Frostedie natürlich. Da fehlt nur noch Marowak und dann haben wir's. Dann haben wir so das Offensivste, was ich irgendwie rausknallen kann. Nee, aber damit bin ich zufrieden. Ich hoffe, bitte lass ihn Alola Vulnona leaden. By the way, ich habe Spotify auch im Hintergrund an. Ich hoffe, das hört man nicht in der Aufnahme, aber sollte man nicht hören. Das habe ich auf jeden Fall, glaube ich, ausgeschaltet. So, have fun hier an Schatterich. Viel Erfolg in deinem allerersten MPBL-Spieltag. Jetzt bin ich mal gespannt. Was haben wir hier? Oh Gott, bitte, bitte, bitte mach Alola Vulnona. Scheiße, kein Alola Vulnona. Ah, damit ist erstmal Frostedie für den Arsch. Also nicht ganz für den Arsch, aber zumindest die Strat kommt jetzt nicht vor. Also ich hoffe, er ist kein Walschall auf Serena. Wobei, ich kann auch einfach Follow Me auf Togekiss natürlich drücken und dann wird es halt relativ ungemütlich für mich. Begrenzer lohnt sich, glaube ich, gar nicht mehr so sehr. Ich könnte einfach mal Schutzschild drücken und halt eben zu scouten, was er so vorhat. Vielleicht hat er auch einfach nur Angst davor, dass ich halt jetzt gleich komme und das Serena attackiere und der geht raus oder was weiß ich nicht was. Ich würde sehr gerne einfach Dynamaxen und auf Serena gehen. Das Problem ist, wenn er mit Togekiss Follow Me drückt, dann... Ich mache halt kaum Schaden gegen das Togekiss. Magneton ist natürlich auch sehr riskant, weil er dann auch einfach High Jump Kick jetzt drücken könnte. Wie sieht Drapion aus? Drapion sieht gar nicht mal so schlecht aus, hätte ich jetzt gesagt. Ich könnte auch Drapion jetzt hart reingehen.
Ich geh mal hart in Drapion mit rein. Drapion sieht gar nicht mal so schlecht aus. Wenn er Follow Me hier drücken möchte, so be it. Ach komm, Alter, die Kraft von Snoop Dogg hier auf Spotify. Komm schon. Okay, er ruft sogar Serena mit zurück. Habe ich auch schon so ein bisschen mitgerechnet. Terrakion kommt sogar raus. Ah, wäre ich jetzt ein Tauchhaus in der Dynamax gewesen, wäre das natürlich cool gewesen. Aber das muss nicht so schlimm sein. Er Dynamax Togekiss. Ich rieche hier eine Weakness Policy. Ach Gott, ist das eine Weakness Policy? Kacke wieder. Das hatten wir doch schon mal durchgemacht. Warum, Leute? Doch auf mit dem Scheiß, mit irgendeinem so behinderten defensiven Togekiss und Weakness Policy draufklatschen. Das muss doch nicht sein. Was soll mein Piondrage jetzt dagegen machen? Was soll Frostedje dagegen machen? Was soll ich dagegen machen? Was drückt er denn? Ja, erstmal natürlich unser Schutzschild. Wahrscheinlich einfach Max Airstream. Scheiße. Jetzt sein Terrakion halt eben auch schon schneller. Was bist du denn? Life Orb? Was ist das denn? Bist du verrückt? Alter, wie viel Schaden hat das bitte gemacht? Der ist kein Life Orb? Was bist du? Soll ich einfach mal auf Blizzard gehen? Warte mal, was bist du denn, dass du so viel Schaden gegen mein Drapion machst? Was erlaubst du dir? Ja, das Problem ist, Magneton ist halt jetzt nicht... Aber ich habe noch die Sturdy. Ihr müsst mich halt eben dann sozusagen theoretisch doublen. Ich könnte mal Blizzard einsetzen. Und hoffen, dass ich connecte. Ach, will ich? Das ist halt die Frage. Weil rausswitchen bringt mir jetzt halt nicht mehr so viel. Weil die beiden kann ich nicht einfach hart in irgendwelche Moves reinswitchen. Und Frostedje bringt mir hier ja sowieso nicht mehr so viel. Und hier gehe ich jetzt einfach mal auf ein Schutzschild, hätte ich jetzt gesagt. Ich könnte auch Dynamaxen, deiner Wall einmal drücken. Aber er ist eh schneller als ich. Nee, ich will lieber Tauros Dynamaxen. Ich guck mal, ob er mein Drapion nicht sogar mit Terrakion vielleicht angreift. Er drückt sogar vielleicht Sword Stance. Das wäre kacke. Dann geht das erste Match absolut an ihn. Das wäre natürlich auch in Ordnung. Er drückt sogar auf Steinhagel. Mein Frostedje sollte das überleben, solange er nicht Life Orb ist oder... Oder er einfach nicht trifft. Ach, er doubelt sowieso. Okay, krass. Er doubelt sowieso. Na, jetzt gehe ich aber in die Dynamax, hätte ich jetzt gesagt. Close Combat kann mein Tauros killen. Ich kenne sein Item noch nicht. Wenn er Bandit ist, dann ist das halt echt ganz cool. Nee, er hat deiner Brand auf dem Teil. Das ist total Mist jetzt gerade. Ich probiere es mal mit Tauros. Und hoffe einfach, dass er... Ich glaube, er wird mich eher fokussen, wenn es drauf ankommt. Ich hoffe einfach mal auf das Beste. Geh auf die Stahlzacken. Terrakion ist, glaube ich, ich glaube, Togekiss ist die größere Gefahr. Terrakion, wenn er CC nämlich drückt, mein Magneton hat die Sturdy. Togekiss kommt halt mit deiner Brand jetzt die ganze Zeit an. Ich bin halt nicht schneller. Das ist jetzt richtig kacke. Ich nehme das Terrakion, glaube ich, raus. Er kann auch noch Sash auf dem Teil sein. Ich glaube, die Kombination wird ihn, glaube ich, raus. Wobei, das glaube ich eher nicht. Terrakion rauszuhaben wäre, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Weil deiner Brand von Togekiss kann ich natürlich auch überleben. Ich hoffe jetzt halt eben nur, dass er nicht Close Combat, Life Orb oder Band oder sowas hat. Weil ansonsten sollte ich das eigentlich überleben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich kann das natürlich nochmal nachschauen, aber ich hoffe... Ja, ich kann. Guess we'll find out. Meine Togekiss macht auch viel zu viel Schaden. Steinhagel. Er ist wahrscheinlich Bandit. Oh no. Das Togekiss kann mich aber, glaube ich, nimmt mich nicht raus mit deiner Düse. Wobei, es hat gerade eben so viel brutal Schaden gemacht. Nee, er nimmt mich nicht raus. So, jetzt sollte ich eigentlich das Terrakion zumindest rausnehmen. Weil er ist, ich gehe mal davon aus, dass er Bandit ist. So, Terrakion wird auf jeden Fall schon mal raus. Das heißt, mein Magneton sieht schon mal eigentlich ganz nett aus. Ja, okay, Terrakion ist raus. Verteidigung steigt. Ich weiß nicht, ob mir das was bringt. Nicht gegen Togekiss, obviously. Ja. Togekiss nimmt jetzt gleich mal Tauros raus. Was kann ich Magneton locken? In was kann ich Magneton locken, ist jetzt die Frage. Togekiss würde ich schon gerne rausnehmen, ehrlich gesagt. Damit laufe ich, dafür brauche ich Steel Beam. Aber ich kann mich nicht in Steel Beam reinlocken, weil dann sage ich halt Tschüss. Was haben wir denn? Ja, ich kann nur Steel Beam drücken, um das Togekiss rauszunehmen. Weil ich glaube, der ist ein offensives Togekiss. Thunderbolt. 37%ige Chance zu KO'en. Ja, ich mochte dich auch schon immer, Pokémon. Oder gehe ich einfach auf Steel Beam, um Togekiss rauszunehmen, damit ich irgendwie Differenz oder sowas habe. Ist vielleicht das mein Play. Für das Problem ist, im nächsten Match, Dragalge. Ja, da wird doch sowieso Steel Beam meine Möglichkeit sein, oder nicht?
Togekiss nimmt mich, glaube ich, raus, auch wenn es nicht in der Dynamics drin ist. Doch, da würde ich sogar schon fast von ausgehen. Er kann auch die Shuka Berry einfach halt eben spielen, ne? Wäre halt eben auch eine Möglichkeit. Nämlich Jogelji auch einfach raus mit einem Normal Move. Moment. Ich habe jetzt gerade für die Turns immer sehr, sehr lang gebraucht. Aber es ist vielleicht auch gar nicht mehr so schlecht, ne? Nein, ich muss schon Max Quake drücken. Wenn ich das irgendwie überleben sollte, dann... Er kann natürlich jetzt auch einfach Follow Me drücken, ne? Aber er ist ein Offensives. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Dann drücke ich einfach... Ich drücke einfach deine Angriff. Ich will es halt eben nicht eingehen. Und gehe hier auf... Lichtkanone. Ich muss es mit Lichtkanone machen. Ja, ich muss es halt mit Lichtkanone machen. Ich habe keine Lust, dass er jetzt Follow Me halt eben drückt. Er geht einfach auf Flammenwurf. Okay, ja gut, dann... Mein Magneton überlebt das halt eben zumindest. Ja, aber das ist dann halt eben doof für mein Tauros, weil ich mir halt eben dachte, okay, er wird jetzt auf mein Tauros eben draufgehen. Vielleicht nehme ich ja das Dragalge raus. Lichtkanone, vielleicht crit ich ja? Nee, okay, nee, schade. Ich meine, also ist jetzt auch nicht so, dass ich mir das verdient hätte, um Gottes Willen. Ah, Weakness Policy ist halt wirklich, ich wusste es. Ja, jetzt hat er mich dann auf jeden Fall rausgenommen, außer Dragalge Mist oder sowas, keine Ahnung. Oder, ja, scheiße, wäre ich mal auf Erdstoß oder sowas gegangen. Ich weiß auch nicht, warum ich das nicht getan habe, ehrlich gesagt. Das wäre eigentlich, glaube ich, viel intelligenter gewesen. Vielleicht geht er hier auf Draco und Mist. Das wäre natürlich ganz lustig. Matschbombe, ja, safe. Ja. Schade. Ach, blöd. Warum habe ich Angst eigentlich vor Follow Me bei einem offensiven Togekiss? Warum habe ich Angst vor Follow Me? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Weiß nicht, was ich mir dafür Gedanken mache. Ich könnte ihn unter Umständen sogar outspeeden, weil der ist jetzt auf plus 1 nur. Nein, kann ich nicht. Ich glaube, er wird schon, wenn er offensiv halt, wie gesagt hat, wird er auf jeden Fall ein bisschen Investment mit da drin haben. Das würde mich sehr wundern. Er geht auf Schutzschild Dragalge, ja, okay. Kann ich noch mit leben. Er geht jetzt auf Schutzschild Togekiss. Lol, ich bin schneller? Was? Was? Warte, was? Aber er hat halt noch ein Pokémon in the bag. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, welches Pokémon das immer war. Welches war das nochmal? Was hat er nochmal geleadet? Ich glaube, das ist egal. Ich kann das, glaube ich, noch zum 8. Serena, genau. Ich glaube, ich kann das nochmal zu einem 1-0 auf jeden Fall runterbillern. Jetzt geht auf das Dragalge. Also ich glaube, doch. Das ist eigentlich ganz funny. Oder er geht jetzt auf Double Protect oder sowas und zeigt mir den Stinkefinger ins Gesicht. Mal gucken, was er macht. Ey, wenn er jetzt auf Double Protect geht, come on. Okay. Dann sollte zumindest auch sein Dragalge rausnehmen. Wunderbar. Guck mal, auf ein 1-0 noch runtergeboxt. Magneton und Kills. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Blattgeißel. Oh no. Nee. Das war jetzt einfach nur so ein Schockmoment. Weißt du, das war einfach nur jetzt so ein... Nee. Das war jetzt so, weißt du, in Filmen oder sowas sagt man da irgendwie so ein... Ja, so ein Jumpscare einfach nur... Ja, ich meine ja, dass das, ne, stilistisches Mittel aus Film und so, Jumpscare, war kurz eingebaut. Also da bin ich mal gespannt auf jeden Fall auf seine Reaktion im Video. Ich habe halt so damit gerechnet, wenn ich jetzt eine High Roll noch mit dazu bekomme oder sowas, weißt du, dann kann er sich verabschieden sozusagen vom gesamten Match. Also dann ist er, glaube ich, weg. Okay. Das war eine kleine Schrecksekunde, kann man das, glaube ich, nennen. Alter. So, ich weiß nicht, was ich jetzt machen will. Also Frassetti nehme ich, glaube ich, auf jeden Fall mit. Hätte ich jetzt gesagt. Weil ich kann das einfach nicht riskieren, dass er Alola Vulnone halt irgendwie mit dabei hat. Und ich überlege jetzt auch mit Magneton nebenbei. Hätte ich jetzt gesagt. Magneton sah eigentlich ganz geil aus gegen sein Team, was er jetzt gerade mit dabei hatte. Wir haben es ja auch gesehen, dass es ganz geil war. Wenn er dann Terrakion oder sowas mit dabei hat, kann er uns halt eben nicht direkt KO'en. Außer er geht zum Beispiel auf, I don't know, Dazzling Gleam plus Close Comet oder sowas. Aber davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Ich nehme Frassetti auf jeden Fall wieder mit. Und leade, glaube ich, mit meinem Magneton. In the back halte ich jetzt Tauros und ich würde sagen Comfy, damit Comfy noch Tauros beispielsweise hochheilen kann, weil wegen Leben Orb und so weiter ist halt wieder so eine Sache. Das Problem ist halt eben nur, ich habe Trick Room auf Comfy. Will ich Marowak mitnehmen? Marowak sieht auch ziemlich stark aus. Außer für Serena. Will er Serena wieder mitnehmen? Könnte er auch wieder eigentlich ganz gut machen, ne? Tauros vielleicht nicht mitnehmen und dafür Marowak mitnehmen?
hätte schon fast gesagt, das sehe ich ein bisschen mehr, ehrlich gesagt. Dass ich das so mache. Oder mache ich damit jetzt gerade irgendwas falsch? Wenn ich jetzt überlege, Tauros sieht natürlich overall auch nicht kacke aus. Vor allem, der hat so geiles Speed-Tiering einfach, ne? Ich kann auch Komfi weglassen und einfach Tauros mitnehmen. Ach komm, soll ich offensiv gehen? Komm, wir machen's. Komm, wir machen's. Intuition, das war so mein erster Gedanke und deswegen, komm, ich guck einfach mal, ob der Schein trügt oder ob das halt in Ordnung ist oder sowas. Schadrich hat das gerade saustark gespielt, Mann. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass ich Togekiss outspeede. Ich meine, ich habe mir das irgendwie schon gedacht, aber ich dachte mir, okay, du bist halt offensiv, du wirst wahrscheinlich nicht kein Speed-Investment haben. Na, immer noch kein. Ja, noch kein Alola Vulnona. Come on, das ist so echt eine coole Strat. Ich will. Bitte. Hier will ich auch nicht in Steel Beam reinlocken. Ich könnte aber Blizzard drücken und. Das könnte ich in der Tat machen. Blizzard drücken und hoffentlich Togekiss damit erwischen. Und auf Togekiss einfach ganz normal. Wobei ich stecke einfach Voltwechsel. Und kann meinen Knogger relativ safe, glaube ich, reinholen. Doch, das ist, glaube ich, in Ordnung. Das kann ich, glaube ich, machen. Er kann auch protecten. Das wäre natürlich echt uncool, wenn das kommen würde. Mal gucken, ob wir Blizzard dann auch connecten. Auf eins der Pokémon wäre schon eigentlich ganz geil. Dynamax Instant. Frostedje, ich sehe doch schon wieder, du stirbst doch hier schon wieder weg. Ach, Togekiss hat eine Weakness Policy. Wenn er jetzt Togekiss Dynamax, dann ist das. Nein, nein, Marcel, was machst du denn? Bist du behindert? Warum machst du das? Er drückt jetzt einfach Max Astral. Warum tust du das? Nein, denk doch mal richtig nach, du Idiot. Hier oben, da. Denk doch nach. Terrakion ist okay. Nein, ist das dumm. Krieg den Freeze. I don't know, was mir jetzt hier noch helfen soll. Das ist aber geiler Schaden. To be honest. Er muss aber Max Airstream drücken. Das kann er auch genauso gut jetzt natürlich machen. Damit killt er auf jeden Fall was. Magneto kann er jetzt nicht One-Hit-Killen, aber das ist jetzt ehrlich gesagt ein bisschen. Ist jetzt Tauros besser oder Marowak rein Switch? Ich glaube, Marowak ist jetzt besser. Tauros oder Marowak? Wen kann ich eher wegwerfen? Weil wenn er jetzt Max S-Stream drückt, dann wird auf jeden Fall was sterben. Ob es jetzt Marowak ist oder Tauros. Ich hätte jetzt gesagt Marowak, weil Marowak halt. Naja, ja, doch. Ich hätte jetzt Marowak auf jeden Fall gesagt. Blizzard, mach gut Schaden? Also wenn er jetzt hier auf Frostedje geht, versteht sich. Was er auch machen kann. Bitte? Nice. Hälfte ist schon mal ganz nice. Wunderbar. Ja genau, deiner Düse. Ach, Marcel, dumm Batz. Frostedje, tschüss. Aber ich weiß, auf plus 1 und speede ich ihn. Terrakion aber nicht. Aber ich habe ja die Sturdy. Ne, pass auf, dann kann ich hier in Magneton gehen, weil ich auch speede ja das Togekiss, haben wir ja gerade gesehen gehabt. Das heißt, Togekiss nehme ich auf jeden Fall raus. Ja. Aber ich muss Steel Beam drücken. Ich muss Steel Beam drücken. Hier gehe ich, glaube ich, sogar auf Scanner. Aber ich glaube, der wird halt eher mein Magneton attackieren. Sogar wahrscheinlich mit beiden Pokémon. Hätte ich jetzt gesagt. Dann kann ich nämlich auf Knochen rangehen, auf Terrakion. Hoffentlich. Also wir haben es jetzt gerade gesehen, ich bin schneller. Togekiss sollte draußen sein. Das killt auf jeden Fall das Togekiss. Terrakion ist halt schneller als mein Magneton, aber kannst du nicht one-shotten. Genauso wie mein. Oh, okay, er geht Switch sogar raus. Womit ich halt auch fein bin. Serena tankt jetzt meinen Knochen ran, ganz gut. Das hat er echt stark gemacht, auf jeden Fall. Wenn er mit Togekiss deiner Brand geht, wäre das natürlich ganz lustig, wenn man bei meinem Knogger damit natürlich dann, ich sag mal, gepusht wird mit dem Feuerschlag gegen Serena dann theoretisch. Aber er muss die Blattgeißel erstmal treffen, nicht wahr? Wie mache ich eigentlich mit Magneton gegen sein Serena? Oh, das macht aber gut Schaden, hallo? Gucken wir mal eben. Oh, warte mal. Wow. Was switcht der jetzt rein? Terrakion kann er wieder rein switchen. Aber Terrakion ist nicht schneller als mein Magneton. Da muss ich aber kurz etwas. Warte, ich sehe hier gerade etwas. Ich sehe hier gerade etwas, Leute. Warte mal. Der Serena stirbt gleich. Dragalge. Wie viel nimmt Dragalge nochmal? Nee, pass auf. Magneton. Stahlstrahl auf Serena. Serena stirbt, mein Magneton zwar auch, aber hier kann ich in die Dynamax reingehen und deiner Erdstoß killt auf jeden Fall das Dragalge. Solange er keine Schuke hat. Das kann er immer noch haben. Aber mein Tauros sollte sich darum kümmern. Er hat keine Dynamax mehr. Doch. Das ist, glaube ich, in Ordnung so. Er kann natürlich Protect drücken und so weiter. Meinetwegen. Ach, wobei, stimmt. Steel Beam, wenn er jetzt Protect drückt. Steel Beam haben wir doch rausgefunden gehabt. Dann kill ich mich trotzdem selber. Ach, nee.
Also ich glaube, das war doch so im Kampf, oder nicht? Dass doch Schubi oder wer das da irgendwie war, hat doch irgendwie Schutzschild eingesetzt. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Und dann hat sich doch mein Magneton trotzdem selber gekillt. Oh, no. Ich hoffe nicht. Bitte nicht. Drück jetzt nicht Schutzschild. Bitte nicht. Okay. Nein, komm schon. Das ist ja noch viel schlimmer. Nein. Und Drive, nein, hätte ich den rausbekommen. Nein. Nein! Und jetzt hat er noch die Sugarberry wahrscheinlich. Oh nein. Er misst! Man hat keine Sugar. Aber kann Sash haben, theoretisch. Okay, oder auch nicht. Was ist das für ein hässliches Match mit den. Also die ganzen Misses und so weiter. Das ist einfach richtig schlimm. Das ist einfach richtig schlimm einfach. Seine ganzen Blattgeißel-Misses, Hydro-Pumpe-Miss jetzt auch noch bei ihm und so. Das ist halt wirklich widerlich. Oh Gott. Ein Terrakio noch in the bag. Aber ein Tower ist halt eben schneller. Ja. Ah, jetzt natürlich die Frage. Ist das Serena gerade gefährlicher oder das Terrakion gerade gefährlicher? Will ich das Serena rausnehmen oder das Terrakion rausnehmen? Meinst du nicht, der geht eher auf meinem Marowak mit beiden Pokémon? Weil Serena kann mich, glaube ich, nicht killen. Oder was macht Blattgeißel? Da hätte ich jetzt nämlich gesagt, ich drücke mit Philander auf Serena, nehme das Serena raus. Und mit Marowak gehe ich auf deiner Wall. Ich hoffe, er drückt nicht CC auf meinen Tauros. Aber das kann er auch gut machen. Ich gehe es jetzt ein. Das könnte jetzt der absolute Missplay des Jahrhunderts sein. Ich treffe. Wunderbar. Das hätte auch anders ausgehen können. So, Serena ist schon mal weg. Ich hoffe, er geht jetzt mit CC auf meinen. Geh auf meinen Knogger, bitte. Scheiße, warum mache ich sowas? Ah, nee. Aber CC nimmt mich, glaube ich, nicht raus. CC nimmt, glaube ich, meinen Knogger nicht raus. Knogger hat eine brutale physische Defensive. Guess we'll find out. Puh, was ist das jetzt auf einmal für ein Drama? Ja, okay, damit, also, ne, das ist in Ordnung, aber ich glaube, er nimmt mich mit CC nicht raus. Oder? Oh nein, hier steht 72-86%. Auf wie viel stehe ich gerade? Das habe ich verloren. No! Das habe ich verloren. Eins null. Scheiße. Kacke. Ach Mist, ey. Ach, verdammte Axt nochmal eins. Aber Schatterich, ey, ganz ehrlich, das hast du saustark runtergespielt. Fuck my life. Warum war das schon wieder so unfassbar knapp auch bis zum Ende hindurch? Fuck my life, Mann. Oh, ich dachte schon, wir gehen jetzt schon wieder gleich in ein drittes Match mit rein. Ich muss das wieder all over again wieder durcherleben von Spieltag 1 bis Spieltag 4 oder was es da war. Meine Fresse. Auch Gott behüte, dass das nicht wieder dazu gekommen ist. Sodass wir vielleicht sogar noch die Chance haben, das heute noch hochzuladen für euch. Ah, ja, das war doof. Erstes Match. Echt doof gespielt. Schade, dass er Alola Vulnona nicht mit reingeschickt hat. Das wäre schön gewesen, wenn dieses Strat aufgegangen wäre. Und dann am Ende ärgerlich. Zu viel Schaden natürlich abbekommen und so. Dass ich Tauros auch abgeworfen habe bei Philander und so weiter. Ich meine, das Terrakion hätte ich nicht One-Shot rausgenommen. Das ist halt eben das Problem. Sowohl Eisenschädel als auch High Horsepower hätte das Terrakion leider nicht ge-One-Shottet. Das ist das Ärgerliche. Ich glaube, das war schon das Beste, dass ich da auf Philander gegangen bin und das Serena rausgeholt habe. Es war dann halt eben nur schade, dass A, der Derner Erdstoß nicht ausgereicht hat durch den Protect, weil das war auch sehr knapp. Und B, natürlich, dass der Close Combat dann ausgereicht hat. Ich weiß halt nicht, was... Also, ich gehe mal davon aus, dass er Bandit war. Wie gesagt, das war, also das habe ich ja eigentlich ausgekalkt, das sollte eigentlich gewesen sein, von daher war das klar, dass ich jetzt nicht mehr überlebe bei den KP-Anzahl, aber ach Mann, ey. Aber sehr spannend. Schatterich, saugeil gespielt,
richtig guter Start hier in die MPBL für dich. Und das war mal ein richtig geiler Kampf, wie ich finde. Und damit lasse ich euch raus für den Tag. Entschuldigt mich für das Chaos jetzt hier heute, dass Teambuilding heute in einem Video ist und dass kein Overlay und so weiter mit dabei war. Es war nicht so einfach, den Spieltag hier auszumachen. Naja, wie dem auch sei, Leute, ne? Ich würde sagen, haut da rein, bis zum nächsten Video, beziehungsweise bis zum nächsten Spieltag in der MPBL dann hoffentlich. Und ich hoffe natürlich, dass es da dann auch wieder ein bisschen besser läuft, Mann. Komm, jetzt mal wieder pushen zu einem nächsten Sieg oder so, das wäre ganz geil. Haut da rein und tschüss, macht's gut.